Inzwischen ist es ein fester Bestandteil im Terminkalender von Einkaufsbummlern und Hobbyfotografen, der Bocholter Lichtersonntag. Erst einkaufen, dann die bunten Strukturen und Formen bestaunen. So das einfache Erfolgsrezept. Dutzende Strahler mit insgesamt weit über 100.000 Watt werfen die Gebilde an Fassaden der Einkaufsstraßen. Vor allem aber das historische Rathaus hat es den Fotografen angetan. Ja, gefällt mir super. Ich komme extra aus Großfeld, das ist ja. Ja, ich finde es gut. Finde schön. Mal ein paar schöne Aufnahmen machen hier. Alles gut. Andere wiederum genießen beim ungewöhnlich warmen Novemberanfang ihr vielleicht letztes Eis im Jahr. Andächtiges Schweigen zu Panflötenmusik dominiert hier das Geschehen. Im Vergleich zu den letzten Jahren muss ich sagen, ein bisschen hinter dem Vergleich zurück. Also steht so, also hat mir in den letzten Jahren deutlich besser gefallen, als es jetzt ist. Vor allem die Indianer fehlen irgendwie oder sind nicht so schön angezogen, wie sie sonst schon mal waren. Zumindest am Gasthausplatz hat sich die Beleuchtung gegenüber dem vergangenen Jahr geändert. Statt LED-Strahler setzt die Caritas hier auf rund 450 Kerzen. Wir haben die Aktion 1 Million Sterne gemacht, die wird bundesweit von Caritas International veranstaltet und der Caritasverband fürs Dekanat Bocholt hat also sich entschieden, in diesem Jahr auch bei dieser Aktion mitzumachen. Wir zünden Kerzen an als Zeichen von internationaler Solidarität und suchen Spenden eben für ein Projekt von ehemaligen Kindersoldaten im Kongo. Licht für Solidarität und ein friedliches Miteinander. In Bocholt jedenfalls scheint das am Lichtersonntagabend zu funktionieren.